Heute, meine Damen und Herren, passieren Dinge, die nicht so wirklich zusammenpassen. Wir sehen einen super starken Dollar und gleichzeitig haben wir auch starke Aktienmärkte oder positiv, moderat positive Aktienmärkte gesehen. Das passt normalerweise nicht zusammen, denn ist der Dollar stark, sind fast immer die Aktienmärkte schwach. Ist der Dollar schwach, sind fast immer die Aktienmärkte stark. Das ist ein Muster, das man immer wieder sieht, der Dollar gewissermaßen als sicherer Hafen. Und warum ist der Dollar heute stark? Angesichts der Daten aus den USA, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, angefangen von den JOLTS, vom Verbrauchervertrauen, vom ADP, alles durch die Bank schwächer, ADP-Arbeitsmarktbericht, alles durch die Bank schwächer. Und da fragt man sich, warum ist der Dollar eigentlich so stark? Passt irgendwie nicht zusammen, ist doch ein bisschen erklärungsbedürftig vor dem morgigen US-Arbeitsmarkt. Und im Grunde sagen ja die Aktienmärkte, okay, the Fed is done, die wird die Zinsen nicht mehr anheben, guckst du auf die Daten. Das war ja der Grund, warum wir teilweise solche Partys wie gestern gesehen haben. Und wir sehen bei dieser Party ganz klar, wenn Sie hier mal den Vergleich, das ist wie gesagt der gestrige Handelstag, den Dollar sehen oben und unten den S&P 500. Rechts sehen wir hier die Tagesbewegung, Dollar schwer unter Druck, S&P 500 und Konsorten nach oben geschossen. Normalerweise also eine ziemlich klare Korrelation. Heute der Dollarindex aber sehr, sehr stark. Der Euro fällt, obwohl, wie ich nachher gleich zeigen werde, die Inflation erst der Eurozone höher war als erwartet. Rätsel ist, selbst Dollar-Yen fällt, also Dollar gewinnt so ziemlich gegen alles, was rumkreucht heute auf der Welt an Währungen, deutlich an Wert, aber gegenüber dem Yen nicht. Risikoaversion, Fragezeichen. Wir sehen den Dollar-Index jetzt im größeren Zeitfenster mal mit einem sogenannten Bullish Engulfing. Das sah ja so aus, als würde der echt abstürzen. Ziemlich dicke, rote, unschöne Kerze oder zwei sogar. Drei in der Summe. Und jetzt dieses ziemlich blaue, grüne Brett sozusagen, also diese Kerze hier nach oben, könnte man als Bullish Engulfing bezeichnen. Und der Dollarindex hat so im Bereich 104 einen ganz, ganz wichtigen Widerstand. Sollte er da drüber kommen, dann ist der Weg für den Dollar erstmal frei. Aber morgen haben wir die Arbeitsmarktdaten, das wird natürlich noch zu sehen sein. Und jetzt gibt es so ein Phänomen, was man als im Devisenmarkt als Month End Flows bezeichnet, also Monatsende-Bewegungen, auch gerade beim Dollar. Und es gibt hier eine Studie, die sagt, okay, das sind meistens nicht-amerikanische Investoren, die dann teilweise am Monatsende ihr Portfolio ausbalancieren müssen. Und die Grundregel sei die, dass wenn die US-Aktienmärkte gut gelaufen sind, sie dann verkaufen, weil sie praktisch den US-Anteil in ihrem Portfolio reduzieren. Dadurch wird der Dollar schwächer. Das heißt, sind die Aktienmärkte stark, dann würde normalerweise die US-Aktienmärkte stark, dann würde normalerweise der Dollar am Monatsende fallen. Und sind die US-Aktienmärkte schwach gewesen in diesem Monat, dann steigt am Ende der Dollar. Und naja, wir haben jetzt nicht gewonnen im S&P 500 hier rechts zu sehen. Es ging ja ziemlich punktgenau Anfang August nach unten, sodass wir da noch leicht im Negativen sind, obwohl wir ja jetzt diese Rallye gesehen haben von den Tiefs. Also das ist schon möglich, dass das ein bestimmter Grund ist. Aber wir sehen hier zum Beispiel Bitcoin massiv unter Druck heute oder ziemlich im Abverkauf. Und das bei Aktienmärkten, die ja sehr, sehr freundlich waren zunächst mal, auch sehr, sehr ungewöhnlich. Was ist da los? Und dann hatten wir ja heute die Verbraucherpreise PCE. Personal Consumption Expenditure, auf die die Fed besonders achtet, aber die so ein bisschen sozialistisch ist. Man sieht ganz selten, dass die PCE-Daten von der Erwartung abweichen. Heute jede einzelne Kategorie genauso wie erwartet. Und damit haben wir jetzt praktisch alle Daten durch, bis auf eben morgen 14.30 Uhr die US-Arbeitsmarktdaten und dann der ISM-Index Manufacturing. Das wird auch nicht uninteressant, aber schauen wir uns nochmal diese PCE-Inflationsdaten an. Da sehen wir Services ex Shelter, die von der Fed so immer wieder als zentral betonte sogenannte Supercore-Inflation, also Dienstleistungssektor, ohne den Bereich Immobilien, da sehen wir wieder einen Abtick nach oben. Wir sehen auch, dass die PCE-Daten insgesamt zum Vormonat jetzt oder im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder gestiegen sind. Auffallend dabei, dass Güter billiger geworden sind. Da haben wir Deflation, aber Dienstleistungen sind wieder nach oben gegangen. Also wir sehen diese Schere, die sich hier weit auseinander bewegt. Die Güter zum Beispiel jetzt mit dem größten Monatsrückgang seit 2022.
Und dann hatten wir Daten vom US-Arbeitsmarkt, zunächst mal die Erstanträge, besser, mit der tiefsten Stand seit diesem Jahr, was die Erstanträge betrifft. Und dann hatten wir Challenger-Arbeitsplatzabbau, ziemlich mies, also ziemlich starke Entlassungen. Ist die Frage, ob da zum Beispiel Yellow, die Pleite von Yellow, diesem US-Logistiker mit über 30.000 Stellen, ob das hier eine Rolle gespielt hat. Aber das war schon eine ziemlich heftige Zahl, die wir hier gesehen haben, 750.000 Entlassungen. Das ist schon eine echte Hausnummer, dürfte eigentlich den Dollar er auch nicht unterstützen, aber er steigt trotzdem. Und hier auch mal so ein paar frische Daten zu den Konsumenten. Dollar General ist so ein Billigladen, wo mehr, die Hälfte derjenigen, die da einkaufen, weniger als 40.000 Dollar verdienen. Also schon sehr am unteren Ende des Spektrums, 40.000 Dollar im Jahr natürlich, hier zugange sind oder sich dort versorgen. Wir sehen die Aktie im freien Fall fast 20% heute gefallen, weil man eben den Ausblick senkte, weil man viel schlechtere Geschäfte gemacht hat. Und hier sehen wir mal die Delinquency Rates bei Kreditkarten, Consumer Loans, nicht nur Kreditkarten, sondern die verschiedenen Kreditarten, genauer gesagt, Consumer Loans, Credit Cards und Auto Loans. Das geht hier relativ deutlich jetzt nach oben, aber das Problem ist, die Inflation bleibt eben hoch. Was tun, liebe Fed? Hier sehen wir mal, bei den heutigen PC-Daten wurden auch die Sparquoten veröffentlicht, respektive Einkommen und Ausgaben der Amerikaner. Und wir sehen, die Ersparnisse fallen jetzt auf 3,5%, tiefster Stand seit Oktober 2022. Wir kommen von 4,3%, das ist jetzt der größte Monatsrückgang seit Januar 2022. Also die Konsumenten, die kriegen langsam, vor allem die am unteren Ende des Spektrums, die kriegen langsam richtige Probleme. Wir sehen auch, dass die Unternehmen Probleme haben, eigentlich entgegen der gestiegenen Aktienkurse. Corporate Profits minus 6,5% im zweiten Quartal 23. Im ersten Quartal, das betrifft jetzt das zweite Quartal, im ersten Quartal war es nur ein Rückgang von 1,8%. Das ist also der stärkste Rückgang jetzt seit der Pandemie. Die Aktienmärkte hat es nicht geschert. Hier sehen wir mal, das ist jetzt schon ein bisschen her. Man hat der Vorbereitungszeit auf dem Video diese Kurse hier, habe ich ausgeschnitten davor. Man muss sehen, wie es jetzt dann weitergeht, aber da hatten wir Nasdaq teilweise ein 0,5% im Plus, alle Indizes waren zunächst im Plus, und wie schnell die Dinge sich wandeln, das sieht man, wenn Sie unten diese Story mal anschauen. Wir hatten ja bis vor kurzem keine zwei aufeinanderfolgenden Handelstage in Folge beim S&P 500 im Plus. Gab es zuletzt im Mai 2010, also vor gut 13 Jahren. Aber dann hat sich das Blatt gewandelt, und wenn wir heute positiv rausgehen beim S&P, dann hätten wir jetzt fünf aufeinanderfolgende positive Handelstage. Das gab es erst fünfmal in der Geschichte dieses Index. Also von einem fast Negativrekord jetzt zu einem fast Positivrekord, das kannst du dir nicht ausdenken. Und wir sehen, wir haben im Prinzip eine überverkauft Rallye gesehen, ein Oversold Bounce, wie man in den USA sagt. Und da mussten jetzt unterinvestierte Vermögensverwalter hier, die von NAAIM befragt werden, mussten jetzt reinspringen. Die Investitionsquote, die ja über 100% lag noch Ende Juli, ist dann in der Vorwoche auf 34% runter, jetzt wieder bei 61%. Also die mussten letztendlich kaufen. Und hier nochmal zwei interessante Sachen zu KI. Ist ja einer der großen Treiber für die Tech-Werte, vor allem Palantir rutscht heute deutlich ab, 8% geht es nach unten, nachdem die bösen Morgan Stanley gesagt haben, also wir sind nicht, wie jetzt eigentlich Palantir diese KI-Geschichten monetarisieren will, also wie will man konkret Geld verdienen, und ich glaube, das ist das zentrale Thema, um das es hier geht. Mal sehen, ob Morgan Stanley recht hat, aber das sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Und wenn wir schon bei KI sind, hier hat eine amerikanische Analystin sich mal Nvidia genauer angeschaut. Und hier gibt es etwas Merkwürdiges. Wir haben ja gesehen, dass Nvidia die Erwartungen beim Umsatz, vor allem was Datacenter betrifft, um 2,3 Milliarden Dollar geschlagen hat. Also viel besser war als erwartet, um 2,3 Milliarden Dollar. Merken Sie sich die Zahl, die ist nämlich wichtig. Denn es gibt ein Unternehmen, das heißt CoreWeave. Das ist ein Unternehmen, das ursprünglich als Crypto-Mining-Unternehmen gestartet war, jetzt Nvidia-Prozessoren vertreibt. Und Nvidia selbst hält Anteile an CoreWeave. Und was hat CoreWeave gemacht? Die haben einen Kredit aufgenommen bei BlackRock und anderen im Volumen von 2,3 Milliarden Dollar.
haben dafür Nvidia-Chips gekauft, haben diese Nvidia-Chips dann wiederum als Sicherheit für den Kredit bei BlackRock und anderen hinterlegt. BlackRock wiederum ist auch dick in und andere, das ist nicht nur BlackRock, aber auch dick in Nvidia investiert. Das heißt, die Kreditgeber sind in Nvidia investiert. Ein Unternehmen, an dem Nvidia beteiligt ist, CoreWeave, nimmt einen Kredit, um Nvidia-Chips zu kaufen. Diese 2,3 Milliarden Dollar haben letztendlich den Unterschied ausgemacht. Und das hat bedeutet, dass BlackRock und andere massive Kursgewinne hatten an dem Tag, als dann, vor letzte Woche war es, als dann Nvidia seine besseren Zahlen präsentiert hatte, die Aktie auf 518 Dollar gestiegen, aber am nächsten Tag dann die Gewinne praktisch wieder abgegeben komplett, wo man sich gefragt hat, wie kann das eigentlich sein? Vielleicht, weil da ein paar Herrschaften, die in diesem Zirkelgeschäft Kasse gemacht haben, eben dann realisiert haben, ihre massiven Gewinne realisiert haben. Da sprechen böse Zungen bereits von einem Ponzi-Schema. All das ist, muss noch weiter untersucht werden, aber schauen Sie sich das Video mal an. Ich werde es am Ende des Videos hier nochmal empfehlen. Komme aber zuerst zur Eurozone. Die Inflation mit 5,3% höher als erwartet. Erwartet eigentlich 5,1, aber nachdem Deutschland, Spanien und dann heute dann auch Frankreich höher war, war klar, was der Fall ist. Jetzt hat heute Morgen sich vor den Zahlen schon Madame Isabel Schnabelina gemeldet und gesagt, die Wirtschaft ist ja viel schlechter, als wir noch in den Juni-Projektionen der EZB gedacht haben. Aber die Inflation bleibt hartnäckig hoch. Was tun? Heute wurden auch die EZB-Protokolle veröffentlicht und da war Tenor, weitere Zinserhöhungen im September wäre notwendig, wenn es keine überzeugenden Belege dafür gibt, dass die Wirkung der geldpolitischen Straffung stark genug ist. Und wir sehen, die Inflation kommt nicht runter. Sie ist höher als erwartet. Also muss die EZB eigentlich die Zinsen anheben, wenn sie das selber ernst nimmt, was sie da sagt. Aber hier zum Beispiel eine Analyse der Commerzbank, die sagt, es waren die höheren Energiepreise, die hier getrieben haben, aber der unterliegende Preisauftrieb, also die Kerninflation, hat wieder nachgelassen. Das dürfte die EZB mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Deswegen geht man bei der Commerzbank davon aus, dass die EZB nicht die Zinsen im September anheben wird. Aber gleichzeitig sagt man bei der Commerzbank auch, also hier die Inflation im Dienstleistungssektor ist stark und die wird jetzt noch potenziert im Grunde durch massiv steigende Löhne. Da steht also eine neue Kostenwelle ins Haus, sagt man, die die Preise für Dienstleistungen weiter in die Höhe treiben wird. Also es spricht ja dafür, dass die EZB eigentlich was tun wird, auch wenn die Commerzbank sagt, wir glauben nicht, dass sie jetzt was tun wird. Wir sehen Konjunktur hier mal wieder, Deutschland, Einzelhandelsumsätze wirklich schwach wieder mal. -2,2% zum Vorjahresmonat. Wir sind jetzt seit einem Jahr, seit Juli 22 haben wir zum Vorjahresmonat immer mehr oder sind wir permanent mit Rückgängen beim Einzelhandel versehen oder bei den Umsätzen im Einzelhandel. Das heißt, die Konsumenten, die streiken in gewisser Weise. Und einer hat versprochen, es wird doch alles besser mit der deutschen Wirtschaft, der Olaf Scholz, der jetzt eine Klage von Fabio De Masi im Hals hat, den ehemaligen linken Abgeordneten. Und der hat getwittert, naja, jetzt kann er seine Erinnerungslücken erklären. Die Warburg-Bankiers, Cum-Ex-Affäre, Sie erinnern sich, da hat sich gar nicht Scholz getroffen, sondern es war nur sein Bruder, in Anspielung an den Aiwanger-Fall. Der hat ja da auch einen Bruder, der komische Sachen macht. Also der Olaf, der hat jetzt ein Problem, weil De Masi nachweisen kann, dass sich Scholz erinnern muss eigentlich an mindestens ein Treffen. Ich persönlich kenne jemanden sehr gut, der Olaf Scholz mit Warburg-Bankern mehrfach in einem bestimmten Restaurant im Hamburger Westen gesehen hat. Und dass er sich da an nichts erinnern kann, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das könnte ein großes Thema werden in nächster Zeit. Aber jetzt unmittelbar, schon sehr bald, wird ein Thema, was passiert bei der EZB? Ich gehe davon aus, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man die Zinsen im September anhebt, weil man sagt, wir müssen was gegen die Inflation tun, nachdem wir zu lange gepennt haben in Sachen Inflation. Die Nordländer machen Druck. Holzmann hat schon gesagt, der Österreicher müssen die Zinsen anheben nach Vorlage der Daten heute. Und das wird eine ganz enge Kiste, Nordländer gegen Südländer. Vielleicht sagt die EZB, okay, wir erhöhen jetzt die Zinsen, aber geben dann das Signal, wir warten mal ab, werden jetzt ein bisschen vorsichtiger. Erste Artikelempfehlung und dann unbedingt und dringend schauen Sie sich dieses Video an. Das ist schon so ein bisschen sehr verdächtig. Es ist hat mindestens ein Geschmäckle, wie man sagen könnte, wenn nicht bis hin zu
strafrechtlich relevanten Dingen, die da passiert sind. Denn stellen Sie sich mal vor, Nvidia hätte genau die Umsatzprognose getroffen, dann wäre die Enttäuschung relativ groß, denn da muss ja immer mehr kommen. Das ist ja völlig klar, ein solches Schneeballsystem, so in Anführungszeichen, das braucht immer höhere Umsätze und Gewinne. Also das ist eine ganz, ganz dringende Empfehlung, meine Damen und Herren. Diese beiden Artikel, aber vor allem das hier, finden Sie bei Finanzmarktwelt unter dem Video verlinkt. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.